Ja, das macht richtig Spaß. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte euch heute das Ju T1 vorstellen. Ein Klapprad mit wirklich einigen Besonderheiten. Und ich freue mich darauf, wirklich dieses Bike jetzt mit euch zusammen auszupacken. Ein bisschen auf die technischen Daten zu schauen. Wie lässt es sich zusammenklappen, aufbauen? Wie ist es verarbeitet und dann natürlich nachher noch eine kleine Runde mal drehen und mal sehen, wie es so in den Kofferraum passt. Ja, bevor ich das jetzt auspacke, ich muss euch sagen, ich finde, also wir haben damit mal angefangen mit Klapp-E-Bikes und ich finde die nach wie vor bis heute einfach genial und wie gesagt, ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich das testen darf und ich finde, es ist genial im Campingbereich. Wenn man in Urlaub fährt, nicht viel Platz hat, keine Anhängerkupplung, man kann es mitnehmen, man kann vor Ort oder kleine Städtetrips unternehmen. Man hat das Bike mit dabei, zur Arbeit pendeln, öffentliche Verkehrsmittel. Und ja, dafür tun sich unwahrscheinlich viele Möglichkeiten auf. Viele haben auch zu Hause nicht so viel Platz, die das Bike entweder nach oben tragen müssen oder in den Keller. Und ich sage mal, so ein Klapp-E-Bike kriegt man immer irgendwie nochmal verstaut und es braucht natürlich nicht dann draußen irgendwo vor die Tür stehen. Aber ich bin jetzt total gespannt. Wir packen das jetzt endlich mal aus. So, was brauchen wir jetzt zum Unboxen oder dieses Bike hier aus dem, finde ich, gut verpackten Karton, alles nichts beschädigt, kam sehr gut bei mir an. Auf jeden Fall eine Kneifzange und dann ganz wichtig nachher noch ein bisschen Mehrzweckfett für die Pedale. Aber das kommt dann natürlich erstmal alles später. Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr gespannt. Ich schaue jetzt erstmal mit euch hier rein. Ich habe mir die Farbe, dieses Bike hier gibt es in zwei Farben, einmal in Stahlgrau und Olivgrün. Hier sehen wir schon den Akku, also es ist wirklich sauber verpackt, muss ich sagen. Und hier ganz klar zu erkennen, das ist kein Tortenstück, das ist der Sattel und auch eine kleine Besonderheit, hier ist sogar eine Federsattelstütze mit dabei, die man natürlich auch einstellen kann, also weicher oder straffer. Die tun wir erstmal an die Seite. So, dann gucken wir mal hier weiter. Es ist ja immer so viel Verpackungszeug dabei. Aber ich muss auch sagen, auf der anderen Art, dafür sieht man auch, dass dann keine großen Beschädigungen an dem Bike ist. Also auch so ein bisschen für und wieder. So, das nehmen wir erstmal raus. Dann gucke ich mal hier. Kann man auch schon rausnehmen. Übrigens unten in der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zu diesem Bike. Da könnt ihr euch dann noch mehrere Informationen dann ziehen. So, das war's oder sollte es eigentlich schon im Groben gewesen sein. Die Bereifung finde ich auch schon mal. Lässt auf jeden Fall zu, dass man damit gut fahren kann. Feines Profil zwar, natürlich für einen urbanen Bereich gedacht, aber auch, es kann mal so ein bisschen rutschig werden, da sollten die auch kein Problem mit haben. So, jetzt muss ich nur mal sehen, ohne da was zu zerkratzen. Das ist natürlich ganz wichtig. Da ist es. Cool. Ich
finde das immer richtig spannend. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt mal den mitgelieferten Sattel an. Und ich mache das jetzt mal ganz vorsichtig auf. Und ja, das Video könnte wirklich einen Tuck länger dauern. Aber ich finde das immer, dass man das doch schön zeigen kann. Ich mache das vielleicht auch nicht perfekt, aber so weiß jeder, was ihn erwartet, wer sich dieses Bike kauft und wenn es dann nach Hause kommt, was so mit dabei ist. Und ja, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich muss auch wirklich sagen, das ist alles ordentlich verpackt. Ob jetzt da irgendwas am Bike ist, das sehen wir natürlich nachher, wenn wir es dann ausgepackt haben. So. Ja, das wird ein, fühlt sich an wie ein Gelsattel. Wird auch einer sein. Und wie gesagt, den kann man einstellen. Oh, ich denke mal, der wird noch nicht dolle, aber das können wir dann nachher nochmal checken. Da sieht man ganz klar die Einstellung. So, ich bin mal kurz zur Papiertonne. Da ist er wieder. So, und jetzt noch natürlich spannend, der Akku ist ja schon am Bike verbaut, der natürlich entnehmbar ist, aber das gucken wir uns natürlich nachher in Ruhe an. So, dann haben wir hier einmal das LED-Rücklicht, das wird über die Bordsnetzspannung nicht mitversorgt. Da muss man mal gucken. Aha. Einmal LED. Das wird dann um das Sattelrohr gemacht und dann auch extern aufgeladen. Da ist für USB zum Aufladen. So, dann haben wir hier die Pedale. Einmal rechts, gut markiert, und einmal links. Und was natürlich klar ist, die sind natürlich auch klappbar. Ja, und da machen wir nachher noch Fett drauf. Dafür habe ich immer mein Mehrzweckfett, was dafür super geeignet ist. Benutze ich auch schon seit Jahren. So, das ist einmal die Anfahrhilfe oder muss man gucken, wenn es bis 6 km ist, kann man den ja anbauen. Ist er nicht, dann ist er bei uns nicht zugelassen. Zu dem Rücklicht noch ein passendes USB. Noch Micro-USB. Ja, genau. So, dann haben wir hier Werkzeug mitgeliefert. Ich zeige euch das mal. Das sieht sogar ordentlich aus. Ein Kreuzschraubenzieher. Verschiedene Imbusschlüssel, 8er, 10er und ich nehme an, das ist hier 16er. Jawohl, wahrscheinlich dann für die Achsen. So, das Ladegerät ist natürlich auch immer spannend. Ja, Dewey gibt hier an, ca. 5 Stunden Ladezeit. Wie gesagt, ca. Also wir haben 42 Volt, 2 Ampere Max. Packe ich mal hier hin. Also ich finde schon in einem kleinen Teil Karton, der Zweitschlüssel ist hier. Dann werde ich oder vermute mal, dass natürlich der Hauptschlüssel schon am Bike ist. So, dann haben wir hier noch, jawohl, noch mal eine kleine Anleitung, wie man das Rücklicht lädt. Tue ich das schon mal rein. So, dann die Bedienungsanleitung. Für die Garantie. Jawohl, in Englisch. Da sind alle Schritte dann auch aufgeführt, wie man das Bike zusammenbaut. Ja. Nochmal ein paar technische Daten, gehen wir nachher noch drauf ein. Ja, also insgesamt schon eine Menge dabei. Und so, dass wir natürlich, Entschuldigung, dann damit auch durchstarten können.
Wenn ich jetzt hier aber so bequem am Tisch stehe, dann kann ich gleich schon mal hier vorsichtig ein bisschen Fett drauf machen. Ist nämlich wichtig, dass man sie auch wieder abkriegt und nicht festrosten. Also ich muss euch wirklich sagen, ich fand den Rahmen, wo ich mich über dieses Bike auch schon vorab ein bisschen informiert habe, wirklich sehr, sehr gespannt drauf, weil ich finde einfach, diese Rahmengeometrie ist alles aus einem, wie aus einem Guss entstanden. Man sieht keine Schweißnähte, Druckgusstechnik natürlich auch, Magnesium legiert. Also ja, ist wirklich schick. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Und ich freue mich damit dann auch unterwegs zu sein. Hier sind sogar Schutzbleche mit dabei. Das wird spannend. Aber ich mache das sowieso gleich so. Ich mache die Sattelstütze rein, montiere den Lenker und ich habe hier einen wunderschönen Lift. Hat leider nicht jeder vielleicht, aber die kann man schon sehr, sehr günstig bekommen. Und da kann man das dann schön anhängen und in Ruhe, weil wir müssen bestimmt noch ein bisschen die mechanischen Scheibenbremsen nachstellen. Das werden wir dann auch nachher sehen. Übrigens hat sich der Erstschlüssel auch angefunden. Ja, und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich mag es jetzt noch nicht. Ich glaube, das mache ich dann wirklich nachher, wenn das Bike dann am Galgen hängt. Natürlich kann man auch, da habe ich einen Fahrradständer, den kann man auch nutzen, aber ich werde dann in meinem Fall hier den Lift benutzen. So, jetzt machen wir erstmal hier das Vorderrad. Und ja, da habe ich gleich eine Besonderheit, die ihr auch seht. Natürlich müssen wir normal zwei davon haben, aber ich werde hier dann mit weißen Reflektorstreifen arbeiten und dann sollte das in Ordnung sein. So, das sieht jetzt schon mal gut aus. Dann werden wir den schon mal umklappen hier, damit ich den Lenker angebaut bekomme. Und das zeige ich euch dann natürlich nachher auch noch. Und ratzfatz ist das schon mal hier. Und hier wird jetzt auch gleich noch ein bisschen Fett dran gemacht. Aber erstmal jetzt zu montieren sollte das montieren zur Montage. So, ihr seht jetzt, ich bin jetzt hier am Lenker. Und was ich auch gut finde, die Schrauben sind mit Schraubensicherungsmittel versehen. Das bedeutet, dass die sich so schnell nicht lösen können. So, jetzt hefte ich schon mal die Lenkstange oder den Lenker, damit ich es jetzt erstmal einhängen kann. So, jetzt schauen wir mal, wie passgenau hier alles zusammenpasst. Ja, und zwar haben wir ja die Schutzbleche hier mitgeliefert. Eigentlich alles ganz klar ersichtlich. Die sind angeheftet und wir haben jetzt zwei Längen vom Schutzblech. Einmal kurz, einmal lang. Und ich bevorzuge dann für hinten das lange auf jeden Fall. Auch die machen echt guten Eindruck, schön geschraubt hier. So, dann müssen wir erstmal hier zusammenheften. Und zwar mit den beiden. Ich hoffe, ich schnaufe nicht zu dolle, aber noch ein bisschen verschnupft. So, also die Gewinde sind ja alle echt gut gängig. Das hefte ich jetzt erstmal auch. Andere Seite nochmal. So, jetzt gucke ich mir das erstmal an, wie das aussieht. Na, das sieht doch sehr gut aus. Dann kann ich den hier oben auch schon festziehen. So, jetzt widmen wir uns mal. Die werde ich dann nachher, wenn das Bike nochmal auf dem Boden steht, dann nochmal nachstellen. Aber schon mal gut heften hier. Übrigens, der Schlüssel ist nicht mitgeliefert, 15er Maul.
So, jetzt erstmal leicht gegenheften, auch genau, bis wir dann von dem Schrauben hier Schutzbleche dann die Streben befestigt haben. Vor allen Dingen wichtig, schön alles in Ruhe, man hat ja Zeit, am besten noch ein Käffchen dazu machen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, in so einer schön angenehmen Arbeitshöhe hier geht das gut. Und ich kann euch nur empfehlen, dass ihr das ganze Bike natürlich nochmal kontrolliert. Das werde ich auch noch machen. Die Transportsicherung hier ab und nochmal alle Schrauben wirklich im Ganzen kontrollieren, nochmal nachziehen alles. Ja, dann ist man da immer auf der sicheren Seite. Aber ich muss echt sagen, bis jetzt top, ihr habt das ja gesehen, passt alles super. Die Gewinde sind gängig, also man kriegt auch die Schrauben da alles gut dran. Jetzt werden wir erstmal das Vorderrad einbauen. So, jetzt werden wir noch das Vorderrad anbauen. Ebenfalls mit Schraubensicherungsmittel hier drin versehen. Ja, die, wenn wir dann auf dem Boden sind, werden dann nochmal richtig nachgezogen. Dass da auch nichts passiert und das schön fest ist. Aber wie gesagt, das ziehe ich nochmal nach. So, irgendwo schleift hier was. Ah, ne, tut nichts schleifen. Da müssen wir mal gucken. Ja, so, muss ich den nochmal. Manchmal muss man die ein bisschen nachjustieren. Das kannst du dann an diesen beiden Schrauben hier machen. Dabei den Bremshebel hier oben natürlich gezogen halten. Einmal komplett lösen den Sattel und dann wieder festziehen. Und jetzt sollte es eigentlich... Ja. Das sieht doch gut aus. Ja, fertig zusammengebaut, war jetzt kein Hexenwerk. Also, ja, hat sogar richtig Spaß gemacht, weil da hat irgendwas entstanden und hat auch alles super gepasst. Kann man nicht anders sagen. Kleiner Kritikpunkt, finde ich, ist, ja, es ist kein Display vorhanden, leider. Aber auf der anderen Seite, es soll ja nun mal praktisch und minimalistisch sein. Und wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall, ich drehe mal kurz das Bike hier um und dann seht ihr da unten den Schlüssel. Das bedeutet, der Akku ist natürlich auch abschließbar. Das bedeutet, den bekommt dann natürlich auch keiner raus. Und wenn wir ihn rausnehmen wollen, einmal umlegen und dann haben wir ihn schon. Wir haben hier ein 36-Volt-System. 360 Wattstunden. Der Hersteller gibt hier an, so Reichweite 40 Kilometer. Ja, muss man gucken, wie weit es dann endgültig geht. Aber es kommt natürlich auch immer drauf an, auf die Verhältnisse. Und da ist dann eine Schiebeschiene. Die muss man natürlich genau erwischen. So, dann kann ich den Schlüssel hier abziehen und dann passt das Ganze wirklich sehr, sehr gut. Und ich muss noch darauf hinweisen, ihr habt bestimmt schon gesehen, man erkennt hier überhaupt nicht den Motor. Den Heckmotor, der ist nämlich schön hier hinten integriert. Das heißt, das sieht sehr, sehr sauber aus, muss ich wirklich sagen. Ja, unterwegs sind wir hier mit einer Tourney 7-Gang-Schaltung, die hier oben dann natürlich auch bedient wird. Und davon bin ich gewohnt, funktioniert immer einwandfrei und man kriegt auch gut Ersatzteile dafür. Dann haben wir hier noch die Klingel. Lange drücken startet das Bike. Wenn die drei Punkte jetzt... Bedeutet, der Akku ist voll. Ich denke mal, das sind so um die 30% Schritte. Das bedeutet, wenn bei L unten die grüne Lampe brennt, haben wir noch ca. 30% drin. Ein kurzer Druck startet das LED-Licht vorne. Und hinten müssen wir natürlich aufladen. Auch
per Druckknopf. Und ja, dann haben wir das Ganze beleuchtet. Verbaut sind hier, ich drehe das Bike nochmal um, mechanische Scheibenbremsen vorne wie hinten. Ja, ich habe auch immer lieber hydraulische, aber ich muss wirklich sagen, ich bin eben schon eine kleine Runde gefahren. Die packen wirklich gut zu und waren jetzt auch gut einzustellen. Ich fahre die immer dann so ein bisschen noch ein und stelle die dann nochmal nach. Aber das hört sich jetzt schon ganz gut an, keine Schleifgeräusche. Also das hat auch schon mal gut geklappt. Oben an den Bremshebeln haben wir dann Schaltunterbrechungen. Das bedeutet, wenn ich gerade im Vorwärtsfahren, also im Fahren bin und der Motor arbeitet und ich muss bremsen, wird sofort dadurch der Motor auf beiden, ob Vorder- oder Hinterradbremse, entkoppelt. Das bedeutet abgeschaltet. Natürlich, was ist wichtig, wie lässt es sich klappen? Das ist ja auch immer, wie schwer ist es dann? Ich empfehle dann immer, den Akku natürlich auch rauszunehmen. Das sind immer noch mal in der Regel 2-3 Kilo. Das Bike hat ein Leergewicht von ca. 22 Kilo und ein zulässiges Gesamtgewicht von 120 Kilo. Und da gucken wir uns das jetzt mal an, wie das zusammengeklappt wird. So im entfalteten Zustand, sage ich euch jetzt, ist es 1,52 Meter lang. Und 1,11 Meter hoch. Und wir werden das jetzt zusammen mal einklappen. Das habe ich jetzt noch nicht viel geübt. Man sollte es ein bisschen üben. Ich klappe dazu die Pedale natürlich ein. Meistens mache ich dann immer noch mal den Sattel ein bisschen runter, weil das dann auch noch mal Platz spart. Wenn man dann im Auto, das sehen wir dann nachher noch, löst hier den Sicherungsriegel, macht das ganze Gedöns auf. Und dann, ich habe da so mittlerweile, ich habe ja nun schon öfters mal mit dem Klapprad zu tun gehabt, ich mache es dann immer so, dann den Fuß hinter das Hinterrad und klappt das Ganze einfach zusammen. Und jetzt, was ich jetzt noch mal finde, ist eine ganz tolle Sache, das seht ihr da unten. Normalerweise sind da immer so eine Blechgestelle dran, das ist schön hier mit Gummi gemacht. Das heißt, wenn man es irgendwo hinstellt oder sei es im Wohnzimmer mal irgendwo aufs Laminat stellt, es macht einfach keine Kratzer. So, dann kann ich so ganz locker dann auch hin und her fahren. Was jetzt natürlich vielleicht nicht so der Sinn ist, aber man kann es machen. So, dann stellen wir das Bike runter. So natürlich nicht. So, dann steht das erstmal. Dann löse ich die Arretierung vom Lenker und klappe das Ganze so zusammen. So, und in diesem Zustand haben wir ca. 85, 48 und 78 mm. Ich zeige euch das nachher nochmal. Ich muss nochmal gucken, irgendwo hatte ich hatte mir einen Gurt dafür schon damals bei meinen Clubbikes gemacht. Die habe ich dann hier durchgefädelt und habe das ein bisschen zusammengezogen. Dann lässt sich das immer nach wie vor besser transportieren. Ich meine, es geht so auch, aber ja, ich finde dann immer, dass das nochmal, ihr seht, dann geht immer das nochmal ein bisschen auf. Das kann man sich selbst gestalten oder hier rum hatte ich das, glaube ich, und dann ist das auch schon top. So, und auseinanderfalten, das Gleiche. Zack. Arretieren, hoch, ja, fertig ist der Citytrip oder zur Arbeit oder. Es gibt so viele Möglichkeiten für so ein Klapp-E-Bike. Ja, selbst ich mit meinen 1,81 Meter circa passe hier locker drauf. Ich könnte noch viel weiter nach oben, nach unten. Ja, die Federsattelstütze, man könnte sich sogar eine Parallel oder dran bauen. Auf jeden Fall hat dieses Bike echt eine Besonderheit und das ist ein Torque, also ein Drehmomentsensor. Je nachdem, wie viel Druck ich auf die Pedale ausübe, so arbeitet der. Und das könnt ihr mir glauben, der arbeitet wirklich sehr, sehr gut. Also hat gut funktioniert. Und ja, ich bin gespannt, wenn wir jetzt mal dann zusammen eine Runde drehen, auf den ersten Fahreindruck. Der Motor hinten hat 250 Watt. Verbaut ist hier ein 36-Volt-System und ich schätze mal so vielleicht 30 Newtonmeter. Ich weiß es nicht, probiere ich noch mal rauszubekommen. Man sieht ja auch, wie schön die Turny geschützt ist. Wenn das Bike mal auf die Seite fällt, dann ist nicht gleich die Schaltung verstellt.
Und wie gesagt, der Drehmomentsensor und der 360 Wattstunden Akku, das ist schon mal echt vielversprechend. Und ja, dann wollen wir mal los. So, los geht's. Handschuhe sind am Start. Ist nämlich ziemlich frisch heute. Und ja, Display ist gestartet. Und los geht's zur ersten Fahrt. Und ich bin sehr gespannt auf den Torque-Sensor. Erstmal schön, was jetzt mich interessiert, ich mache das Bike nochmal aus. Wie lässt es sich ohne Unterstützung fahren? Dafür gehe ich mal in den ersten rein. Übrigens, die Schaltung hat auch echt auf Anhieb gepasst. Und ja, man kann super auch ohne fahren. Wer es ohne Akku bewegen möchte, dann den Akku raus, dann ist es nochmal einen Tuck leichter. Aber nö, lässt sich gut fahren. Ihr hört auch nicht scheppert oder klappert. Schaltung, die Turny wie gewohnt funktioniert einwandfrei. So, dann starten wir mal das System. Fünf Sekunden drücken, dann ist es an. Und jetzt hören wir, ja, der Motor ist sehr leise. Ist schon cool. Bei 25 regelt er sich natürlich ab. 250 Watt am Hinterrad. Und was ich richtig gut finde, muss ich mal sagen, ich bremse mal runter. Oh, übrigens, die mechanischen, die packen ordentlich zu. Zeige ich nochmal, das muss ich nochmal kurz hier. Ja, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so gut gehen. Sehr schön. Hydraulische mag ich lieber, aber bremsen gut runter. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt dem Sensor gewidmet. Also, wenn ich jetzt ganz leicht trete, dann hörst du den Motor ganz leise arbeiten, aber er unterstützt dich sanft. Aber sobald ich jetzt meine Pedalkraft erhöhe, habt ihr gehört? Ich hoffe, es kommt rüber. Dann schiebt er hier das T1 gut voran und ich glaube sogar für die ein oder andere Steigung könnte es auch reichen. Dafür ist es bei mir hier aber zu flach. Also ich muss sagen, ich sitze wirklich sehr entspannt hier drauf. Angenehme Sitzgeometrie, obwohl das Bike ziemlich klein ist. Aber hat ja nun wirklich seinen Vorteil. Verrückt. Lässt sich echt gut fahren. Ich muss sagen, dass mir der Rahmen diese Form, also wirklich richtig gut gefällt. Und ich muss noch mal anhalten, dann zeige ich euch das. So. Wie aus einem Guss. Man sieht wirklich keine Schweißnähte und sieht wirklich toll aus. Und ich bin echt gut, kann man nicht meckern. Also damals, wo ich mein erstes Klapprad hatte, das war nicht so wuchtig und so schön designt. Und sieht man ja hier auch so die Aufschrift und mit den Reflektoren. Wir brauchen ja zwei. Da werde ich mir definitiv noch was dran bauen. Das muss ja sein. Und ja, vorne nochmal schauen. Reflektor dran, LED-Beleuchtung. Reifen, ja, da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Und die Reichweite, ich denke einfach mal 40 Kilometer. Ich bin da jetzt mal ganz ehrlich, mir würden auch 20 reichen. Oder da, ne, mit diesem Bike macht man entweder die kurzen Arbeitswege, pendeln, kurz mal shoppen fahren
oder eben halt, wer irgendwo in der Stadt arbeitet und draußen parkt und sonst mit den Öffentlichen reingefahren ist, der kann jetzt aus dem Kofferraum das Klapprad nehmen und fährt dann zum Arbeitsplatz. Also ja, finde ich richtig gut und sehr gelungen. Vielleicht checke ich auch wirklich noch mal die Reichweite. So, ich bin jetzt im 7. Gang und fahre flott hier vorweg. Ich habe echt gedacht, na, passt das? Weil der Hersteller gibt hier an, so zwischen 1,59 und 1,94 Körpergröße. Aber ich muss sagen, er lässt sich echt, ja, gut fahren. Natürlich sieht man immer erst, wie sich so ein Bike entwickelt auf Dauer, aber hier mein erster Eindruck, cool. Also ich werde definitiv, wenn ich jetzt mal wieder so einen kleinen Städtetrip mache, das nehme ich mal mit, sonst habe ich ja mal immer einen E-Scooter mit dabei, wisst ihr ja. Aber cool. Also mein Fazit hierzu, optisch wirklich gelungen. Der Motor geht gut. Akku völlig ausreichend, wie ich finde, 360 Wattstunden. Bremsen, jawohl, hydraulisch. Hätte mir jetzt persönlich besser gefallen, aber die packen hier wirklich gut zu. 7-Gang Tourney ist auch okay. Ja, Klingel, alles da, was man braucht. Ja, das Display hier, okay, da hätte man vielleicht noch was anderes, aber ich denke einfach mal, dass es darauf gezielt ist, einfach schlicht zu halten. Ansonsten der Lieferumfang, ihr habt das ja vorhin gesehen, war alles top. Alles mit dabei, dass ihr das Bike zusammenbauen könnt. Ich empfehle, alle Schrauben, alles nochmal nachzuchecken. Aber dann hat man damit eine Menge Spaß. Ja, also ich muss sagen, die Bereifung lässt sich auch wunderschön fahren. Kaum Abrollgeräusche. Das war das Review zum T1. Hat richtig Spaß gemacht und wir sehen uns im nächsten Video.